Es ist The Quiet Man. Ein Spiel von Square Enix, das wohl schlecht bewerteste das Spiel von Square Enix jemals. Es ist so halb Spiel, halb Film. Und es soll wohl besonders sein. Das Game ist so... Kennst du das? Ich bin gespannt, wie die Situation in der Ukraine... Genau, so bin ich auch gerade gespannt. Ein interessanter Genre-Mix. Brauche meine PS5. War sogar auf der PS5 im Angebot. Ich habe es bei anderen gesehen. Da passiert nur Müll. Stark. Alles richtig gemacht. Oh. Ein Schnapper, ja. Wird geil. Okay. Ja, ich wollte das schon seit Ewigkeiten streamen. Aber jetzt in unserem Trash-Adventskalender ist eigentlich perfekt. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um diesen Haufen von Müll zu streamen. Vielleicht wird es auch richtig geil. Ich meine, das gestrige Spiel, dachte ich auch, wird richtig scheiße. Und es war gar nicht so scheiße. Also es war schon ziemlich scheiße. Aber es war irgendwie auch ganz geil. Aber eigentlich auch schon ziemlich scheiße. Wobei aber auch ein bisschen geil. Aber schon eigentlich ziemlich scheiße. Dafür habe ich mir eine Pizza geholt. Ja, die wird jetzt besonders lecker schmecken. Game. So. Es geht wohl um einen taubstummen Typen. Chat. Bisschen Inklusion, ja? Bisschen Inklusion. Es geht um einen taubstummen Mann, der aber irgendwelche coolen Martial Arts Fähigkeiten hat oder so. Und dann irgendein Girl oder so rettet. Irgendwie sowas. Das mit dem Typen in der Lederjacke. Genau, das mit dem Typen in der Lederjacke. Als ob ihr das jetzt alle schon kennt. Untertitel an, ja. Schwierigkeitsgrad? Keine Ahnung, Digga. Ich kenn's nicht. Ja, wir lassen uns überraschen. Ich bin sehr gespannt. Soll auch nicht allzu lang sein. Noch nie was davon gehört. Okay. Es fängt direkt an, Leute. Es fängt direkt an. Kein Menü, gar nichts. Popcorn. Psst, Schnauze halten, Popcorn raus. Ja, nicht so quiet, man. Chad, Hot Scala. Er sieht schon ziemlich cool aus mit seiner Lederjacke, oder? Solide 8. 2 von 10, 9. Nicht so Hot Scala. Wurdest du nicht fast von Square gebannt? Ja. Ich hoffe, die sind bei dem Spiel nicht so aggressiv wie bei dem anderen Filmspiel von Square Enix. Geile Wurst. Erstmal mit Monopoly Geld bezahlen. Die Wilden sind heute unterwegs.
Was für Wilden! Einfach die Wilden sind heute unterwegs. Boah, ich müsste mal schauen, ob es wilde Kerle-Spiele gibt. Gibt's safe, oder? Es gibt doch safe Videospiele zu wilde Kerle, oder? Safe. Was? Der hat ihm eine Nachricht hinterlassen. Ach, das ist irgendwie ein Auftrag oder so. Der hat ihm einen Auftrag gegeben. Este puto. No, this vato cut steps to my lady, my vieja, and says, me lo pelas. Siempre moral. Lo chingué. ¿Cómo le dijiste? Lo chingué, pero bien. Dígame cómo. Le dije, vete a casa. Spanische Johnny Depp. Es ist doch Spanisch, oder? Yo! Wrong address, dog! No one order, no ciao! Digga, er hört euch nicht. What the hell, man? You stupid or very stupid? Muévase! Okay, sein Auftrag ist oder so, die Jungs hier zusammenzuschlagen, oder was? Was passiert da? Ach so, das ist Zeitlupe. Boah, Cinema. Der Impact, krass. Ah, wir sehen jetzt quasi alles aus, wir nehmen das jetzt alles aus seinem, aus seiner Sicht wahr. Alles ist so dumpf, er hört schlecht. Wir nehmen das, oh, der, boah, was für ein Blend. Der Übergang vom Film ins Game, jo, das war ja voll gut, oder? Als ob das im Trash-Kalender kommt. Was passiert da? Ach, das ist schon das Spiel! Ich kann was drücken! Als ob das Spiel ist! No way! Das hat Square Enix gepublished? Jo, ich hab mich geportet. Okay, chill. Okay, das ist hier Yakuza einfach. Komm schon, greif ihn jetzt. Greif ihn. Ah, ich muss halten. Okay. Wieso porte ich mich zwischendurch? Vielleicht sind das seine Superfähigkeiten oder so. Ist schon wieder geportet. Boah, ist das crazy. Ich komme auf den Wechsel nicht klar. Von diesem Film und auf dieses ranzige Gameplay dann. Das war ja fürchterlich. Aber fürchterlich geil. Okay, die nächste Gang. Es ist so ein nahtloser Übergang von Gameplay zu Film. Ich kann das gar nicht unterscheiden, was jetzt echt ist und was jetzt Videospiel ist, ne? Ist da hinten das Menü fürs Spiel? Digga, aber das ist jetzt nicht das ganze Game so, oder? Diese Kulisse, dass wir nichts hören, keine Musik. Das Combat ist ja fürchterlich. Aber ich liebe es. Wieso habe ich das erst jetzt gespielt? Ja, der Fernseher! Er brennt! LOL! Er brennt einfach.
mag das irgendwie chillig. Wieso ist da rechts ein Laserstrahl oder so? Yo! Der ist ja voll schnell. Hey, der Fernseher ist wieder ganz. Was ist besser, Kackmusik, die dauerhaft loopt, oder das hier? Schwierig. Warum hat der Typ so kranke Kampfmoves drauf? Habe ich was verpasst? Ich denke, das wird noch erklärt. Also entweder er ist einfach ein Martial-Arts-Profi oder, ja, er hat irgendwelche Fähigkeiten. Ich meine, dadurch, dass er ja einen Sinn weniger hat, hat er dann andere Sinne geschärft. So. Er hört schlecht, aber dafür nimmt er alles andere mit den anderen Sinnen besser auf. Der Kampfsinn, genau. 3-3. 3-3 ist die Gang. Ey, die Frau habe ich aber nicht umgebracht. Ja, aber Chat, so ist das im echten Leben, wenn du taubstumm bist. Da hast du auch nicht die Auswahl zwischen keine Musik oder Scheißmusik. Da hast du keine Wahl. Da hast du durchgehend keine Musik. Denk mal drüber nach, ja? Okay, wir kämpfen jetzt einfach weiter. Ach, das soll er als Kind gewinnen, ich Geralt, den Plot-Twist. Kann ich irgendwie... Okay, ich habe was Besonderes gemacht. Was habe ich gemacht? Was passiert? Ich bin tot oder so. Ich kann dodgen. Ich glaube, ich sterbe gerade. Alles ist rot. Da ist wieder das Kind. Ja, Chu, das ist bestimmt er als Kind. Der hat seine Mutter verloren oder so. Die wurde von irgendwelchen Straßengangstern zusammengeschlagen. Und jetzt rächt er sich bei allen Straßengangstern. Man kann die Vibration spüren. Ja, wenn man geht. Hört ihr das? Jetzt wieder weg. Es vibriert. Das ist sein Herzschlag oder so. Okay, es geht einfach nahtlos weiter. Stark. Geiles Game, Mann. Dieses Teleportieren für den Finish ist so schlecht. Man hat doch einen Stil irgendwo, ne? Ja, ich mach nach dem Stream Platin-Trophäe. Boah. Sein Schlag ist einfach wie ein Pistolenschuss. Ja, es war doch ein cooles Intro, oder? Hat mich schon ein bisschen abgeholt. Übel. Moonrise. Es gab bei Spider-Man 2 gab es auch so eine Sidequest, wo du aus der Sicht einer Taubstumme gespielt hast. Das war auch cool. Ich meine natürlich, das war woke Scheiße. Aber es war coole woke Scheiße. Nein, er heißt nicht Taubi der Taube. Ja, genau, ja.
Ja. Digga, er versteht dich nicht! Oh, vielleicht kann er gut Lippen lesen, ja. Das ist seine Mutter. Die wurde zusammengetreten von so Gangmitgliedern. Von der 33er Gang. Die ist eine Sängerin und singt mit einem Blue Yeti-Mikrofon, okay. Amateur. Das ist jetzt aber nicht das ganze Spiel so, oder? Ist das ganze Spiel so? Ja, doch, nein. Ich frage mich, ob die Charaktere wirklich richtige Texte auswendig gelernt haben oder einfach drauf losjappen. Weil wenn das ja eh so gedacht ist, dass man das ja eh nicht versteht. Hey, Miyako. Fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an, ja, ne? Aber genauso fühlen sich Leute an, die halt so ihr Leben leben, ne? Für die ist das normal, für die ist das nicht falsch. Okay, also es geht irgendwie um Drogen. Es geht immer um Drogen, ne? Geil. Ich liebe Drogen. Und jetzt zeigt er ihm irgendwie sein Lieblings-TikTok oder so? Und der findet das nicht so lustig. Der hat ihm gerade gesagt, kenne ich schon. Er hat gesagt, kenne ich schon. Das ist die schlimmste Reaktion, oder? kein Lachen, keine Reaktion, sondern einfach nur, kenne ich schon. Das tut immer sehr weh. Das ist nicht das ganze Spiel jetzt so. Wieso ist denn jetzt sein Flashback auch stumm? Das ist doch sein Flashback. Ah nee, okay, das ist doch von unserem Protagonisten der Flashback. Wie er den Typen kennengelernt hat. Das sind alle stumm. Nee, der redet ja mit ihm. Hä? Aber ich check nicht. Wieso redet er überhaupt mit ihm? Der weiß doch, dass er taubstumm ist, oder? Das ist doch... Er hat ihn ja beauftragt mit dieser Mission. Wieso jappt er ihn die ganze Zeit voll? Wenn er weiß, er versteht ihn nicht. Ist das so ein Ding, dass Taubstumme alle voll gut Lippen lesen können? Er hat gerade Finger im Po-Mexiko-Symbol gemacht. Ah. Ich glaube, das ist gar nicht so ein Ding. Nur manche können das, ja.
dass der Schuss dem Glühwein gefehlt hat. Ey, wir werden jetzt nicht ein ganzes Spiel so spielen. Ich bin TikTok-Kind. Ich schaff das nicht. Also, ich wusste, es geht in dem Spiel um den Taubstummen. Aber ich dachte nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit aus der Sicht von ihm spielen werden. Ich dreh gleich durch. Wie lange reden die denn auch bitte? Diggi, niemand versteht dich. Wieso redest du so viel? Du bist so ein Ableist. Vor allem, wie ist das? Haben wir einen Taubstumm hier im Chat, der mir sagen kann, ob man die ganze Zeit als Taubstummer so ein bisschen Musik hört? Er hört die ganze Zeit auch Musik irgendwie. Schnell, Code scan. Habt ihr gescannt? Nein, ich habe am Anfang Untertitel eingestellt. Da, die sind an. Aus, an, aus, an. Aus, an. Und jetzt alle gemeinsam. Aus. Okay, ich hab. Was passiert hier? Ich will weiter gucken. Was? Ich will wieder zu. Okay. Warum kann man Untertitel anmachen, wenn 95%. Ich hab doch keine Ahnung. Wir hatten am Anfang gerade. Diese Spanier waren untertitelt. Weil wir natürlich die nicht verstehen. Weil die Spanisch reden. Aber hier, das sollen wir verstehen. Wieso sollte ein Taubstummer auf Twitch sein? Wieso sollte ein Taubstummer halbe Stunde lang eine Diskussion... Okay, cooler Handshake. Halbe Stunde eine Diskussion mit einem Typen führen, der mit ihm keine Zeichensprache führt. Junge, was habe ich hier geholt? Was ist dieses Spiel? Wie viel hast du dafür gezahlt? Zum Glück war es im Angebot. War gerade irgendwie auf Sony im Angebot für, also PlayStation für 2,99. Irgendwie 80% reduziert. Ey, es ist ja nicht billig, hallo? Auf Steam ist das Vollpreis momentan, okay? Es ist gerade nur auf PlayStation sind gerade sehr viele Angebote wegen Dezember oder so, keine Ahnung. Überlegt euch irgendein cooles Event. Japan Days. Ah, wegen den Game Awards. Ah. Die Game Awards Reduzierungen. Das ist Miranda Crossgrove, oder? Von iCarly. Ah, doch nicht. Er ist bestimmt für ihn wie ein großer Bruder oder so. Seine Mom war mit ihm zusammen. Nee, dann wäre es ja der Vater, nicht der große Bruder. Ich bin dumm. Er ist für ihn wie ein Vater. Aber er sieht nicht aus wie ein Vater. Er sieht viel zu jung aus.
Vielleicht ist das wirklich seine Schwester gewesen? Vielleicht ist das... Ich habe doch keine Ahnung. Ist das eine andere jetzt? Stiefvater, der unangenehm jung ist. Der Stiefvater, der genauso jung ist wie du. Der Stiefvater, der dich fragt, ob du mit ihm abends noch ein bisschen Fortnite spielen willst. Ey, das kann ich mir doch nicht geben. Ich kann mir das doch jetzt nicht 2-3 Stunden geben. Spiel spielt sich auch irgendwie gefühlt von alleine. Ich drücke die ganze Zeit nur einen Knopf. Es passieren Dinge. Ich muss nicht mal hingucken, es passiert einfach. Mein Stiefvater hat mir Urlaub, dass ich Cola trinken darf. Jetzt trinke ich Cola und spiele mit Fortnite. Yippie! Okay, der wurde irgendwie auch als Kind geschlagen von den 33 Gangstern. Jetzt kommt so Silent Hill Stimmungsmusik. Sein Vater vielleicht gehört dieser Gang an. Und seine Mutter ist dann fremdgegangen mit diesem Typen vorhin. Und dann hat der Vater sie umgebracht. Und seitdem ist das Kind in sich gekehrt und hat so Superkräfte entwickelt. I mean, es hat auch einen Vorteil, taubstumm zu sein. Dann hört man die Eltern nicht streiten, ne? Ja, ich versuche irgendwie was Positives rauszuholen, okay? Ist das scheiße? Ist das scheiße? Er hat eine Machete! Der Bauarbeiter kommt mit einer Machete! Wo hat er die Machete her? Ein Junge, er springt mit dem Schritt in sein Gesicht rein. Bauarbeiter, weil er trägt gelb. Helm! Er hat einen Bauarbeiterhelm getragen. Hey, den Schauspieler kenne ich! Chat, den kennt man! Das ist ein bekannter Schauspieler. Wo habe ich den gesehen? Ist das nicht der Schauspieler von dem Vater von Kevin allein zu Hause in Kevin allein zu Hause? War das nicht er?
gestern im Spiel Fahrrad gekauft. Lol, I guess. Er sah so aus, von wie er gegrinst hat und so. Er sah voll so aus wie der Vater von Kevin. War das so immersiver, wenn ich mein Mikrofon mute? Ist das immersiver? Kannst du bitte in die Cam gucken, wie soll ich da Lippen lesen? Ich habe nur gesagt, dass ihr alles wundervolle Menschen seid. Dass ihr alle so toll seid, so groß, so stark, so wunderhübsch. Und dass ich gerne so wäre wie ihr. Seneki, dankeschön. Für 4 Monate. Du dreckiger Lügner. Also ein Lügner, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich nicht dass ich definitiv dreckig bin. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe heute massiv geschwitzt und habe nicht geduscht. Ich habe mich, bevor ich zum Weihnachtsmarkt gegangen bin, mies mit Deo eingesprüht und gehofft, niemand riecht meinen stinkenden Schweiß. Stinky! Wie geht's hier jetzt weiter? Dieses Spiel macht mich so wütend und so ungeduldig. Haben wir einen Taubstumm im Chat? Hört sich das auch immer so an, als wäre man ein Riese? Es klingt gerade eher so, als wäre nicht taubstumm, sondern als wäre er im Schwimmbad gewesen und hat jetzt beide Ohren voll mit Wasser. Lolo Antikoko, Dankeschön für den Sub. Er hat einfach einen Vogel aus der Luft gefangen. Doch, der Vogel ist geflogen, er hat ihn in der Luft getroffen. Der Vogel hat gevögelt. Töre. Leute, es unterhalten sich gerade 2 nicht taubstumme Menschen. Wieso dürfen wir nicht an diesem Gespräch teilhaben? Ja, wir sind doch taubstumm. Ja, wir spielen den Taubstummen und wir spielen aus seiner Sicht. Aber er ist nicht da. Er steht doch gar nicht daneben. Also, und die Kamera ist in den drinnen. Also lass uns doch zuhören, was sie sagen. Wie sauer. Ja, ich check das Konzept nicht. Das Konzept ist so dumm. Ich meine, ich verstehe die Idee, dass es an sich eine coole Idee ist, so Inklusion, dies, das, ne, so zu zeigen Menschen, wie sich so taubstumme Menschen fühlen und so, bla bla bla. Aber er war ja nicht mal dabei. Und ich verstehe auch nicht, wieso
wir die ganze Zeit Cutscenes bekommen von Dialogen, die wir nicht verstehen können. Also ich fände es cooler, also es hätte doch viel geileren Impact, Leute, wenn das Spiel normal wäre. Okay, es klingt jetzt so falsch, wenn ich normal sage, in Bezug auf Behinderungen. Aber wenn das Spiel nicht taubstumm wäre und dann kommt so zum Ende des Spiels so eine Passage, wo man dann plötzlich aus seiner Sicht alles dann wahrnimmt und plötzlich so das gewohnte, die gewohnte Umgebung, das gewohnte Gameplay plötzlich so einen Bruch hat. Und du plötzlich nichts mehr wie vorher hast und so. Und dann denkst du, oh fuck, so fühlen die sich. Das hätte doch viel mehr Impact, als wenn das von Anfang an ist. So versteht niemand die Story. Und das Spiel ist weder was für Taubstumme, noch was für Nicht-Taubstumme. Niemand hat was von diesem Spiel. Das ist eigentlich zur Übung von Lippenlesen. Digga, da sind Polygone, was für Lippen lesen. Das sind keine echten Menschen. Die machen nur ba, 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 ba. Die haben keine richtige Mundbewegung, wie die echten Menschen. Da kannst du keine Lippen lesen. Boah, perfekte Zeit für ein Fan-Dub, ja. Willst du wissen, du kannst nicht für die Community reden. Ja, kann ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine taubstumme Person davon was hätte, weil das Spiel ist ja gerade so aufgebaut wie ein Spiel, was normalerweise Sprachausgabe und Musik hätte. So, und ob das Spiel jetzt Sprachausgabe und Musik hat oder nicht, das ändert ja für den Taubstummen nicht. Er hört es ja trotzdem nicht. Das heißt, für die Taubstummen ist es eh egal, ob hier Musik läuft, ob hier gesprochen wird, ist es ja eh egal. Und für die Nicht-Taubstummen ist das auch nicht wirklich ein Impact. Immerhin sind die Ambiente-Sounds nice. New Game Plus kann man bestimmt mit Voice spielen. Digga, du kannst auch zu Hause, um diese krasse, immersive Erfahrung zu durchleben. Chat, ihr mutet jetzt einfach den Stream. Und ihr habt das, was dieses Spiel gerade vorgibt zu sein. Oder keine Ahnung, macht gleich nach dem Film eure nach dem Stream oder so euren Lieblingsfilm an. Und macht einfach den Fernseher auf Mute. Dann habt ihr auch dieselbe Erfahrung. Was ist das? Er spricht? Ich habe nicht drauf geachtet. Er spricht? Aber taube Leute können ja an sich reden. Wir wissen ja nicht, dann ist er wahrscheinlich nicht stumm. Er ist nicht taubstumm. Er ist nur taub, oder? Und Leute, die reden können, obwohl sie taub sind, sind ja nicht hundertprozentig taub, oder? Ist das nicht so, Chat? Taube Leute, die trotzdem noch irgendwie reden können, die sind ja, glaube ich, nicht 100% taub, oder? Die können immer noch ein bisschen was hören. Wenn ich den Stream mute, kommt das falsch rüber. Dann hast du es quasi doppelt gemutet. Wenn du den Stream mutest, dann aktivierst du die eigentliche Audio des Spiels. Minus und Minus ist gleich Plus. Taube Leute können auch lernen zu reden. Aber dann sind sie ja noch nicht hundertprozentig taub, oder? Weil wie willst du denn diese Laute lernen und nachmachen, wenn du diese Laute ja nicht hörst?
Training mit jemand anderem. Du kannst ja nach dem Spracherwerb dein Gehör verlieren. Ja, so, ja, okay, das ist ja was anderes. Aber ich meine, wenn du... Ja, ich weiß nicht. Aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Wozu gibt es die Auswahl für die Untertitel? Ja, wir hatten ja am Anfang Untertitel. Wir hatten am Anfang eine Szene gehabt, wo so ein paar Gangmitglieder gesprochen haben. Und die waren untertitelt. Da waren wir aber auch, da haben wir es noch nicht aus der Sicht des Protagonisten gespielt. Da war das irgendwie noch einfach so eine Szenerie. Was halt komisch ist, dass er die Konversation ja versteht und Lippen lesen kann, sonst kann er nicht antworten. Aber das uns auch vorbehalten bleibt. Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Also, wenn er wirklich Lippen lesen kann und wirklich alles verstehen kann, was die sagen, wieso kriegen wir keinen Untertitel? Weil er versteht das ja. Und wenn wir aus seiner Sicht spielen, wieso dürfen wir es nicht verstehen? Ich habe die Einstellung hier. Da, die Untertitel leuchten. Ich kann mal das Gegenteil machen. Ausmachen. Oh. Jetzt kann ich mal wegmachen. Also ich verstehe das so. Bumm. Sprechbox leuchtet. Das sind Untertitel. Sprechbox leuchtet nicht. Keine Untertitel. Ich mach's aus. Da. Ist trotzdem kein Untertitel. Und wir hatten ja am Anfang des Spiels Untertitel gehabt. Als die Gangster geredet haben. Auf ihrer Sprache und dann auf Englisch. Haben wir beides Untertitel gehabt. Junge, ist das eine komische... Ist das eine komische Herangehensweise an so ein Thema? Das ist, ja, natürlich bin ich kein Fan. Junge, das ist straight up, wie wenn du einfach zu jemandem sagst, ja, guck den Film halt mute. So, wie dieser Film aufgebaut ist, der ist ja nicht irgendwie so aufgebaut, dass du siehst, wie diese Person, dieser Protagonist, irgendwie ein Problem hat, dass er Dinge nicht versteht, dass er darunter irgendwie leidet, dass er irgendwie Schwierigkeiten hast. Du lernst ja nicht irgendwie, wie er damit umgehen muss oder so. Du lernst ja gar nichts. So, es ist gerade einfach nur ein Spiel auf Mute. Mehr ist das nicht. So, er redet ja sogar selber. Komischerweise. Du hast ja das Problem, nicht er. Wie sauer ihn das macht. Ja, ich check diese... Junge, ich glaube, die Leute, die das Spiel gemacht haben, die haben absolut keine Ahnung von taubstummen Leuten, oder? Nicht, dass ich jetzt Ahnung hätte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie in gemeinsamer Arbeit mit taubstummen Leuten gemacht wurde. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Die haben einfach nur ihr Spiel gemacht und dann einfach alles gemutet und haben gesagt, so, das... Das ist jetzt taubstumm, so. Game ist der Taubstumm-Experte, zeig es ihnen. Abfahrt! Bababu!
Pa! Pa, 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 pa! Hiya! Bam! Pa! Pa, 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 pa! Du bist so gut. Ich kann mich einfach umdrehen. Schon gewonnen? Oh, wir haben schon gewonnen. Das Spiel ist nicht nur für taubstumme Leute, das Spiel ist sogar für Blinde. Boah, Inklusion, Digga. Und theoretisch kannst du es ja sogar ohne Hände und Finger spielen. Hier, ich spiel mit meiner Nase. Seht ihr, ich kann mit meiner Nase spielen. Scheiße, ich kann nicht mit meiner Nase spielen. Okay, es ist... Ah ne, man musste sterben hier an der Stelle. Okay. Das ist ein gescripteter... Doch nicht, scheiße. Yakuza für Taubstumme. Ich kann nicht blocken, ich kann nicht dodgen. Moini. Oh, hier. Ich kann doch so zurück. So wie der eine von Street Fighter. Yo, der Sprint. Bubu. Ja, ist doch gut, ja, yeah, alt. Junge. Der Typ ist voll crazy, Alter. Der eine von Street, ja, der ohne Füße kämpft. Der nur mit Händen kämpft. Und da hast du auch anstelle von dem Fußkick-Knopf hast du einen Dodge. Genau, Balrog. Ich habe keine Ahnung, wer Balrog ist. Es gibt doch diesen einen Blonden bei Street Fighter, wo du anstelle von den Kick-Tasten hast du dann so Dodge-Tasten. Das war doch Street Fighter. Dann doch, Ed. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. So ein Blonder. So ein cooler.
Balrog ist aus Herr der Ringe, okay. Die hat ein Loch im Bauch. Der ist deutsch? Legende. Also Balrog. Balrog ist deutsch. Okay, der war unnötig. Der Sprung war unnötig. Ba 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 Deutsch! Ba 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 Deutsch! Ba 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 Deutsch! Ba 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 Deutsch! Puff! Pap! Spup! Wow, wow, wow! Daneben! Vorsicht, Vorsicht! Schattenboxen! Der kommt wieder mit Machete an, Alter. Der Dodge! Dodge! Junge, ich hab's langsam drauf. Ist mein Game. Huh, Dodge! Er macht einfach die Schraube, Junge. Jo, okay, der war wieder unnötig. Der ist komplett unnötig. Was geht da ab? Wir kämpfen. Die bei Alarm für Cobra 11 machen die auch immer Saltos unnötig? Junge, einfach über die Glatze kurz geslidet. Ja, Legende, ey. Das denke ich mir aber auch immer. Wenn ich immer Glatzen sehe, denke ich mir genau das immer. Jetzt da drüber sliden. War das hier der Anfang von Resident Evil 2, ne? Ich habe seinen Machete aus der Hand gehauen. Warum ist alles so dumpf? Halt dich fest, Ace. Ace, halt dich fest. Halt dich fest, Ace. Das ist ein Spiel aus der Sicht eines taubstummen Meisterwerk. Aua. Schädelbasisbruch. Mama, wach auf! Mama, wach auf! Moin, Sohn. Hey, den hab ich gefickt, Junge! Scheiße Licht. Yo, die Yakuza ist da! Jacuzzi. Los, schnell abhauen, Jungs! Rennt, Jungs! Eigentlich wirklich, eigentlich müsste man das ganze Game wirklich synchronisieren, ne? Oh, what? Schnibado, Baba Shuguru. Schnabba, Ubabodo. Ja, jetzt sind die aus der Bar gewesen, ne, am Anfang. Community-Projekt! Auf einmal macht er Zeichensprache! Was? Hä? Und wieder doch nicht. Ach, kein Bock mehr. Kurz einen Satz mit Zeichensprache gemacht und dann reden wir wieder normal. Junge, was ist das für ein Garbage?
Doch, das Game läuft so ab. Ohne Untertitel. Ich hab Untertitel an. Wir hatten am Anfang auch Untertitel gehabt. Junge, was dachten die sich, als sie dieses dumme Spiel gemacht haben? Junge. The Quiet Man wurde bei seiner Veröffentlichung von den Kritikern verrissen. Die Beschwerden bezogen sich auf Probleme mit der Story, die unterentwickelten Gameplay-Sequenzen und das mangelnde Engagement für das Taubheitsgimmick. Als Reaktion darauf wurde der Ton in einem Update nach der Veröffentlichung als optionale Funktion wiederhergestellt. Hab ich nicht! Ich hab nur Untertitel aus oder an. Das ist Schwierigkeitsgrad. Und das sind Credits. Mehr hab ich nicht. Hier sind nur Knöpfe testen. Und das war's. Vielleicht im New Game Plus. Wenn man einmal durchgespielt hat, kriegt man die Funktion. Die haben Voicelines aufgenommen für das Game, um die beim Release dann Spiels nicht reinzunehmen. Genau das ist das Problem gerade. Ich check das alles nicht. Es ist so dumm alles. Es ist so unbeschreiblich dumm. Es hat absolut nichts mit Taubstummheit zu tun. Die haben einfach ein ganz normales Spiel gemacht und dann einfach den Ton weggemacht. So, als hätten die im Nachhinein gesagt, wäre das nicht cool, wenn der Protagonist taubstumm wäre? Obwohl er das eigentlich gar nicht ist. Was war das für ein Schlag? Ne, das Spiel hieß vorher The Angry Man. Und dann dachten die, ja, irgendwie wäre es voll langweilig, wenn der Mann einfach nur angry ist. Boah, he's einfach The Man. Einfach nur The Man. The Loud Man. Junge. Seine Fäuste sprechen doch genug, ja. Und Sweet Maid Misaki, dankeschön für 3 Monate. Oh, jetzt kommt hier Old Boy-Referenz. Oder? Nee, doch nicht. Ich bin jetzt so in einem engen Gang und jetzt kommen so super viele Gegner. Baba! Wie lang ist das Game? Ich habe keine Ahnung, aber nicht lang. Denk mal, wir sind schon ein großes Stück durch. Das ist never 4-5 Stunden. Never! Never! Laut How Long to Beat sind es 2-3 Stunden. Never sind das 4-5. Never! Ich glaube, das ist eine normale Spielfilmlänge, mehr oder weniger. Mit ein bisschen Gameplay.
Also 90 Minuten plus dann eine Stunde Gameplay. Hast du die Story mitgeschrieben? Welche Story? Absolut keine Ahnung, wieso ich hier Leute zusammenprügle. Also irgendwie will ich eine Frau retten. Yo, er hat ihn einfach in seinen Sack geboxt. Ist der Dude jetzt ein. Ja, er ist einfach in eine Crackhütte eingebrochen. Die haben der Mies einen durchgezogen und der hat die einfach da zusammengeschlagen. Schoki! Laut Patch-Beschreibung kann man das beim zweiten Playthrough aktivieren, die Audio. Hm. Ja, dann brauchen wir einen zweiten Playthrough-Chat. Wäre schon interessant, was passiert, oder? Oh, sein Papa ist ein Cop. Deshalb hat er ihn immer geschlagen, ne? ACAB! Darf man nicht sagen, glaube ich, ne? Ist illegal. Da, Harry. Gibt's eine Zielliste, welches das schlechteste Spiel wäre beim. Ja, wir machen Zielliste machen wir am Ende. Jetzt muss ich dich leider anzeigen. Ich meinte mit ACAB meinte ich. Okay, ich bin scheiße und kreativ. Ich bin beim C-Chart, ich hatte schon Probleme. Ich kam nur auf Arnold. Arnold und dann war ich bei C schon überfordert. Hey Arnold, Footballschädel. ACAB und 1312 gilt mittlerweile als Systemkritik. Ich kenne 1312 gar nicht. Was ist 1312? Nicht mehr als Beleidigung, okay. Seht, Chat, ich bin einfach ein Systemkritiker. Ach so, das ist einfach nur. Ah, okay, ich check. Boah, der ist ja voll versessen nach ihr. Heute gibt's Nudeln. Mama, ich liebe Nudeln. Ich weiß, mein Sohn. I hear you with my blood. Behind you. Wir wissen nicht mal, wie der Typ heißt, ne, den wir hier spielen. Komm schon. Ja, ich hab ihn. Papa. Komm schon. Ja. Papa.
Ja, nochmal dieselbe Kombo. Ja, ich kann nichts anderes. Es gibt auch nichts anderes in dem Spiel. Gewonnen. Schon wieder Pestdoktor. Ja, das ist irgendwie der Vogel. Der hat doch vorhin so einen Vogel gefangen. Aus der Luft so. Da kam so ein Vogel vorbeigeflogen. Boah! Hat ihn gefangen. Und irgendwie symbolisiert dieser Typ diesen Vogel. Wir brauchen mehr von solchen coolen Cutscenes. Er ist keine Krähe, das ist so ein Rotkehlchenspecht. Das sind keine Zivilisten, das sind alles Crackies. Der Bodensatz der Gesellschaft. Er ist einfach reingelaufen. Ich hab da einfach nur, stehe einfach nur da und box einfach mit mir selbst. Er rennt einfach in meine Faust rein. Der Pestlock und das Siegel und gerade das Bild neben dem der Mutter mit der Nachricht aus Blut. Ich habe Wörter gelesen, aber ich habe die Bedeutung nicht verstanden. Alter, das ist das Apparett-Shirt. Das war mal so, als Apparett noch rote Schuhe getragen hatte. Hat er immer solche Shirts immer getragen, ne? Der chillige Hase. Warum weißt du sowas? Ich bin Apparett-Fan. Okay. Konter war so kacke. Was, wieso macht man den Sound erst ab dem zweiten Playthrough anstatt optional? Ich komme nicht klar. Ja, wie gerade ja Levanda repostet hatte, die haben das nur nachträglich eingefügt, weil das Spiel alle gehasst haben und zerrissen haben in den Medien. Also dachten sie, ja okay, gut, dann machen wir es halt rein. Das ist nicht das Rauschen von seinem Blut, das ist das Meer. Das weiß man doch. Wenn man eine Muschel an sein Ohr hält, dann hört man ja auch immer das Meer. Ja, ich dachte vorhin, als wir das zuerst mal im Fernsehen gesehen haben, dachte ich, das ist irgendwie die Option für das Spiel. Und das ist jetzt so ein interaktives Menü, aber war es nicht. Interaktives Menü, so ein immersives Menü. Scheiße, das ist mein Lieblingsfuß, verdammt! Ich kann nie wieder Fußball spielen! Gibt's da einen Emote? Oh, da kommt jetzt sein Dad. Jo, was haben die da hinten für einen Altar? Das ist doch der Dad, oder? Okay, nee, das ist nicht der Schauspieler von Kevin Allein zu Hause. Das ist jemand anderes. So, jetzt haben wir schon wieder eine Szene-Chat, wo er nicht mal dabei ist. Er ist nicht mal dabei. Also wieso dürfen wir die nicht hören? Wieso werden die uns überhaupt gezeigt? Wenn wir die... Also... Okay, gut, er ist halbwegs dabei.
Sie haben mir meinen Sohn weggenommen! Ah, da ist er ja. Alter, geiles Acting. Okay, sie muss die finden, damit er weiß, wer die Mutti auf dem Gewissen hat oder so. Du bist voll in der Story drin, oder? Ich check gar nichts. Ich check gar nicht, wieso das so ein Typ mit so einer Vogelmaske ist. Komm nach Hause. Mama vermisst dich. Okay. Bald. Sie hat dir auch deinen lecker Gulasch gemacht. Den liebst du doch so gerne. Komm endlich nach Hause. Wir vermissen dich alle. Ich überleg's mir. Nein, ich will dich, dass du dabei bist. Sofort. Jetzt. Komm, steig ein. Sie hat sogar den leckeren Käsekuchen gemacht mit dem Spekulatiusboden. Und mit den Kirschen obendrauf. Ja, der ist sehr lecker. Wirklich. Endlich macht die Story Sinn. Oh, er hat als Kind so schwarze, creepy Sachen gezeichnet. So einer ist er. Der hat Slenderman als Kind gezeichnet. Oh, Chat, ich hab was vergessen. Wir waren heute im Lidl und ich hab mir 2 Pullover im Lidl gekauft. Weihnachtspullover, wo du was draufdrücken kannst auf den Pullover, dann kommt Musik. Scheiße, ich wollte das heute für den Stream anziehen. Pullover mit Musik. Ah, fuck. Morgen. Beim nächsten Türchen. Dann hätten wir wenigstens Ton. Ja, so, bist du im Stream? Weißt du, wo der Pullover ist? Kannst du mir den L-Pullover bringen? Ach, da ist das Kleid, das sie getragen hatte, als sie gestorben ist. Und der kriegt das nicht mehr rausgewaschen. Echt, check nichts. Aber er weiß doch, dass sie gestorben ist. Da ist die Maske, wie ich meinte. Okay, fass mal zusammen. Ich check nicht. Fass mal zusammen. Das ist Marnie. Gar kein Einstoßloch im Kleid. Ne, ich glaube, das war jetzt das Kleid, von der die Klavier gespielt hat. Das ist nochmal eine andere. Und die erinnert ihn irgendwie an seine Mutter oder so. Ja, das ist ja die gekidnappt wurde. Die wurde ja vorhin, die waren irgendwie so auf einem Date. Voll so auf süß.
Die hat so Klavier gespielt. Und dann wollten die sich küssen. Aber die wurde gekidnappt oder so. Die haben Klavier, genau. Wombat! Dankeschön für 32 Monate. Man weiß nichts am Ende des Spiels. Keine Namen, keine Geschichte, nichts. Doch, Tatsmani hat die Geschichte gecheckt. Ist gerade wild in die Tastatur am Tippen. Verfasst gerade ein Essay. Da, sie lebt noch. Also die Mutti ist tot und wurde erschossen von so einem Bro. Aber die sind, glaube ich, Teil von der Gang von dem Krähen-Typ mit der Maske, weil er liebt ja die Mutti so. Und hatte 800 Bilder von ihr an der Wand. Und er will jetzt den Mutti-Killer finden und ist dem auf der Spur. Denke, die wurde vorher schon verfolgt. Ich calle jetzt mal, dass der Krähen-Dude sein Papa ist und deswegen taubstumm ist. Ich dachte, die Fotos an der Wand waren von dieser neuen, von dieser Klavierspielerin. Wer ist Dane? Er ist Dane oder so. Nee, der ist Dane. Der ruft ihn gerade an. Jetzt ist er wütend. Und boxt jetzt den Vordermann. Der Vordermann sitzt da die ganze Zeit. Buh, buh. Hey, entspann dich, Mann. Wieso ist bei ihm stumm? Er ist doch nicht da. Wir wissen es auch nicht. Niemand weiß, was die sich bei diesem Spiel gedacht haben. Nicht mal die Entwickler selbst wissen, was sie hier gemacht haben. Alle sind verwirrt. Faye, dankeschön für den Gifted Sub. Dankeschön. Also bis auf Tatsmani sind alle verwirrt. Aber das ist doch eine, also Mutti und Klavierfrau, oder? Nee? Also er sieht doch immer, erinnert sich doch immer daran, wo er halt ein Kind war. Und dann liegt diese Frau tot auf dem Boden. Und er sitzt davor und weint. Und gerade hat er mit dieser Frau, die Klavier spielt, hatten die irgendwie so ein Date. Und dann wurde die beim Date gekidnappt. Das sind zwei verschiedene. Ich glaube, die hat einfach so Mutti-Issues. Und sieht bei ihr, glaube ich, irgendwie die Mutti oder so. Und der Krähenmann oder so, findet die geil, weil die genauso aussieht wie die tote Mutti oder so. Und will sie jetzt auch umbringen. Es ist immer am Hafen. Dieser dumme Schlag sieht so kacke aus, wo er einfach so seine Arme so wedeln lässt, sich einfach so mit Schwung dreht und seine Arme aber so irgendwie so entspannt lässt und die wirbeln einfach so um ihn herum wie so zwei nasse Lappen und klatschen dem Gegner so ins Gesicht. Der Helikopter, genau. Er macht den Helikopter. Ba, 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 ba. Ey! Achso, das ist irgendwie so ein Cinema-Move.
muss sich vorstellen, da haben wirklich ernsthaft Menschen an diesem Spiel gearbeitet. Da gab es wirklich Menschen, die saßen da und haben als Gruppe dieses Spiel gemacht. Die haben wirklich zusammen, gemeinsam darüber geredet, geplant. Die saßen da in so einem Raum mit so einem Whiteboard, haben so diskutiert, wie die das machen, Meetings einmal die Woche. So ganz stolz ihre Arbeit präsentiert. Oh ja, ich habe so einen coolen neuen Move eingebaut. Die so, oh wow, cool. Sollen wir ihm vielleicht eine Lederjacke geben? Ja, ja, Mann, das wäre voll cool. Und dann haben die ganze Zeit so Tag ein, Tag aus das Spiel gemeinsam gemacht. So echte Menschen. Echte Menschen. Kurz ausziehen, Chad. Wow, auf einmal ist der Pimmel rausgefallen. Hui! Ich hoffe, da ist eine Batterie drin. Ist das hässlich? Musik. Hä? Hat nur der andere Pulli Musik? Weihnachtspullover mit LED und Musik. Mit Sound- und Blinkeffekte. Oder ist das ganz leise? Hört ihr was?
irgendwo ein anderer Knopf noch? Jingle bells, jingle all the way. Der andere blinkt wohl nur bei Bewegung. Also wir hatten im Lidl angeklickt, da kam Musik. Wir wurden mies gescammt. Brauche ich dafür eine App? Batterie schwach? Ja, aber es leuchtet ja auch. Habt ihr meinen Bauch hier gehört? Lidl lohnt sich. Okay, weiter geht's mit dem Meisterwerk. Ah, der braucht WLAN. Deshalb hat der dort funktioniert. Die haben WLAN. Ist das ein komisches Plastikteil, was man rausziehen muss? Ich komme halt nicht dran. Das ist halt voll drin. Eingenäht. Also es gibt keine Öffnung, um das rauszuholen, glaube ich. Doch. Da ist auch ein Lautsprecher dabei. Oh, ich muss kämpfen. Okay, ich geh doch nicht zu Lidl. Verdammt. Ich hab mir mein Lidl-Placement versaut. Boah, durch die Wand gehämmert. Digga, jetzt stirb doch einfach. Die auch hinter mir stehen und die ganze Zeit mit ihren Armen fuchteln, aber mich nicht treffen. Yo, was geht ab, Ed Franklin? Traurig alles, ja. So ist das Leben halt. Kann ich da rein? Ist eingetütet. Ich weiß auch nicht, wie ich das wieder ausmache. Bleibt jetzt für immer am Leuchten. Jo, was ist da passiert? Das Game zieht sich so hart gerade. Ja. So ist das Leben halt, wenn man taubstumm ist. Du bist einfach nur behindertenfeindlich. Oh Leute, was machen die mit mir? Lebe ich noch? Ich lebe noch! Boah, bitte.
Die vom letzten Jahr waren besser. Lidl ist auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Früher war alles besser. Wo ist das Känguru-Loch? Jungs, ich muss kurz hier mein Loch. Ihr müsst warten. Ich muss kurz wieder reinstecken. So, meine Nase leuchtet wieder. Okay, weiter geht's. Das ist schlimmer als bei One Piece mit den Flashbacks. Hast du was gegen One Piece gesagt? Der hat gerade einfach Webmart eingesetzt. Mit der Machete, ich bin tot. Er meint mit Pizza. Psst. Wie viele Kämpfe sollen noch kommen? Bis ganz New Yorkhausen tot ist. Was passiert hier? Ich glaube, ich habe den Supermodus gefunden. Es gibt den Devil Trigger. Devil Trigger. Ich weiß nicht, wie lange er auflädt. Jetzt wieder. Wessen Wohnung ist es? Digga, ich hab doch keine Ahnung. Ich gehe hier einfach von Raum zu Raum und drücke Viereck. Mehr mache ich hier nicht. Plötzlich doch gutes Game, ja. Ich weiß noch nicht, was die größere Enttäuschung ist. Dass das Game die ganze Zeit stumm ist oder dass mein Pullover keine Musik abspielt. Ich weiß noch nicht, was heute die größere Enttäuschung ist. Der Sweater. Da ist wieder der Vogelmann. Und jetzt setzt er die Maske ab. Ist das der Typ vom Anfang? Das ist der Typ vom Anfang! Alles muss man alleine machen. Oder so. Du dachtest, sie haben mich geschnappt, Digga. Aber sie haben mich nicht geschnappt. Ja, wer A sagt, muss auch A machen. Jo, die goldene, der hat eine goldene Statue von sich selbst. Jo, einfach Yakuza-Boss. Ich mach bei ihm keinen Damage. Er hat einfach mein Gehirn oder so gebrochen gerade. Der ist viel zu schnell. Ich kann da nicht drauf reagieren. Das
So. Steh auf, Versager. Du bist der Endboss oder was, hä? Was? Was ist das? Was? Ja, das, der Typ hat das Moveset vom Pilzen aus Dark Souls 1. True. Ich hoffe, wir haben so ein Finale, wo ich ihn aus dem Fenster trete oder so. Und der das Gebäude runterfällt. Einfach reingejumpt. Er macht wieder seinen super Angriff. Ist das schlecht? Ich weiß nicht, ob ich einfach nur so lange kämpfen muss, bis was passiert. Ich hoffe, wir haben Finale mit Ton, ja. Das wird dann der große Plot-Twist sein. Ein Heli schießt durchs Fenster, das wäre auch cool. In die Statue rein. Zwischen die Beine. Okay, das ist cool, dass ich hier seine eigenen Statue zusammenschlage. Das ist cool. Wie er von einem Frame auf den anderen plötzlich auf dem Boden liegt. Die haben ein sehr emotionales, wichtiges Gespräch gerade. Er erklärt ihm gerade alles irgendwie. Wieso sie gestorben ist, wieso er die neue jagt, aber wir verstehen nichts. Ich glaube, ich muss irgendwie parieren, oder? Damit. Weil ich weiß ja nicht, wie man pariert. Guck mal, der ist schon erschöpft. Einfach keiner trifft. Wieso kein Sound? Ich wollte halt mal was Neues probieren. Ich wollte halt mal einen Stream machen ohne richtigen Sound. Um euch klar zu machen, wie es ist, taubstumm zu sein. Na, wie taubstumme Videospiele wahrnehmen. Wollte ich. Der hat mich komplett gefangen. Ich komme nicht mehr raus. Ja! Ich habe wieder irgendwie pariert. Weiß nicht, ob das eine realistische Erfahrung ist. Bist du taubstumm? Hast du davon Ahnung? Nein. Komm, durch die Scheibe! Ja, durch die Scheibe! Piek. Bam! Die Druckwelle. Kadrisch. Kadruschki. No. Er springt hinterher. Was?
Spring hinterher? Beide tot. Oder war das Erdgeschoss? Ach, das ist nur auf dem Balkon. Ja, da war so eine Terrasse. Wieso brennt die Stadt? Oh, das ist das Ding jetzt. Fight Club Ending. Where is my mind? Oh, where is my mind? Keine Ahnung, wieso die Stadt brennt. Oder das Gebäude brennt. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt hat er sie wieder verloren. Die sind doch gerade zu... Ah, okay, da ist sie. Sie ist jetzt auch taubstumm wegen einer Explosion. Jetzt habe ich komplett den roten Faden verloren. Das Spiel hat einen roten Faden. Weil für Taubstumme die Welt brennt. Komm, mach Musik. Mach Musik. Komm schon. Komm, mach Musik. Gangsterboss? Ah, nee. Ich dachte, jetzt war so cooler, noch ein cooler Kampf, so in diesen Flammen. Dieser Gangsterboss ist gar nicht besiegt, der kommt jetzt wieder runter. Warum habe ich hier kurz einen wichsenden Weihnachtsmann gesehen? Loki? Was hast du für eine wilde Browser-Erweiterung? Hast du wieder was bei Chip Online runtergeladen und dann vergessen, die Haken rauszumachen? Hast du jetzt 50 Browser-Erweiterungen? Okay, aber was kommt jetzt? Wir haben jetzt den Gangleader, den Obervogel besiegt, den Familienoberhauptvogel haben wir besiegt. Ist jetzt dann jetzt Ende? Also, Digga, ich verstehe dich nicht. Dieser, ja, juckt. Es geht hier nicht mal um dich. Es geht hier jetzt um mich, ja? Und ich habe Probleme, siehst du nicht, ich weine. Ob du hören kannst oder nicht, das interessiert mich jetzt nicht. Es geht gerade mal um mich. Das ist mein verdammter Moment. Weil deine Mütze und deinen Kopf unten hattest und hab so Klatschgeräusche gehört. Was ist los mit dir? Oha. Das ist jetzt der Dingens, der ihm irgendwann am Anfang den Auftrag gegeben hatte. Der Dane, glaube ich, heißt er, ne? Den angerufen hatte und der ist, stimmt, den gab es ja auch noch. Seine Barfreunde, die eigentlich auf seiner Seite waren, die sind jetzt eigentlich gegen ihn. Weil er irgendwie die verraten hat oder so. Keine Ahnung, wie er die verraten hat, aber... Irgendwas ist da passiert. Pixel Kira, danke schön für 10 Monate.
Ja, der hat den vorhin versucht anzurufen und der ist nicht rangegangen. Und dann ist er da im Auto ausgerastet und hat die ganze Zeit auf die Rückbank geschlagen. Weil die wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Problem miteinander haben. Aber was die für ein Problem miteinander haben, das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Der ist ja irgendwie Drogenhändler oder so. Ey! Die ist tot. Frauenschläger. Was ein Loser. Alle wollen sie, ach so. Es geht die ganze Zeit um diese Frau. Alle finden die geil. Geil. Die ist eine Baddie. Und kämpfen die ganze Zeit um sie oder so. Und der Protagonist will sie nur haben, weil sie irgendwie so aussieht wie seine Mutter. Rudi, dankeschön für 25 Monate. Ist er sauer, weil er seinen Anruf nicht angenommen hat? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Wieso will er eigentlich mit jemandem telefonieren, der taub ist? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Hey, Red Husky. Okay, und jetzt wird er richtig wütend. Jetzt wird er richtig wütend, dass die seinen eigenen Freund ihn verraten haben und jetzt ihn zusammenschlagen, der rastet dann komplett aus. Irgendeine Sicherung brennt gleich in seinem Kopf durch und dann flippt er komplett aus. Da ist auch sogar sein Vater oder so, der Polizist. Ja, hab ich nicht gesagt. Mama hat Gulasch gemacht, du hättest einfach kommen sollen und jetzt sieh an, was mit dir passiert ist, hä? Liegst schon wieder im Dreck. Und jetzt muss schon wieder Papa kommen und alles klären. Du verdammter kleiner Hurensohn. Ist das nicht der Villain aus Heavy Rain? Nee, der aus Heavy Rain war ein bisschen dicker und hatte Haare. Ist es nicht funny, dass wir die ganze Zeit gegen Gangster kämpfen, um zum ersten Mal jemanden eine Waffe zückt? Hallo, die Gangster hatten die ganze Zeit Macheten. Macheten? Wieso jetzt Polizei? Ja, irgendwie, sein Vater ist irgendwie Polizist oder so. Aber ich glaube, sein Vater ist ein korrupter Polizist. Sein Vater hat irgendwie auch seine Mutter geschlagen oder so. Und ihn geschlagen auch. Das ist irgendwie so ein Arschloch. Und jetzt will er irgendwie alles wieder gut machen. Aber vor ihm liegen Tausende von kleinen Scherben und der kann sie nicht wieder zusammenführen. Es gibt kein Zurück mehr. Sein Sohn hasst ihn, seine Frau ist tot. Und der hat irgendwie ein Alkoholproblem bestimmt. Kann aber verstehen, dass die Vater-Kind-Gespräche nicht so gut geklappt haben, wenn man nichts versteht. Ja, er fährt jetzt so nach 8 Jahren. Der Smirk. Nach 8 Jahren erfährt er jetzt vom Therapeuten, vom Arzt so: Ihr Sohn kann nicht hören. Wie, mein Sohn kann nicht hören? Doch, natürlich kann mein Sohn hören. David? David? Sehen Sie, er antwortet nicht. Nein, natürlich versteht er mich. Mein kleiner David, er versteht alles. Na, David? Und der malt da die ganze Zeit in der Ecke. Ich nenne ihn jetzt einfach David. Ah, der ist nur bockig. Worum geht's in dem Game? Keine Ahnung.
Ich würde dir gerne diese Frage beantworten. Aber wie du vielleicht hörst, hörst du nichts. Und mein Pullover macht immer noch keine Musik. Der geht nicht mal richtig mehr an. Mann. Weggeworfene 7 Euro. Es war aber zugegeben noch nie so funny, gar nicht zu kapieren. Sorry, 6,99 Euro war reduziert. Also kuschelig, weich und warm ist er, ja. Funny wäre es, wenn du vergessen hättest, die Untertitel dran zu machen. Nee, habe ich nicht. Das haben wir schon sehr oft nachgecheckt. Die Untertitel sind an. Wir hatten sie auch am Anfang gehabt. Ach, deshalb waren die runtergesetzt. Weil die Batterien überall schon kaputt sind. Weißt du, der Pullover war noch eingepackt. Da lagen so schon so Pullover, die schon so jemand ausgepackt hatte und dort so liegen gelassen hatte. Da ging die Musik. Aber in dem Eingepackten geht sie nicht. Das Game wird disconnected, Akku ist leer, die PS5 will in den Energiesparmodus gehen. Keiner hat mehr hier Bock auf dieses dumme Spiel. Alles gibt gerade so auf, Junge. Batterie reinmachen, da ist ja eine Batterie drin. Also das Licht geht ja. Ich glaube, da ist bestimmt irgendwie ein Kabel kaputt oder so. Schlägerei! So müssen wir die Toten wieder weg. Ja. Und jetzt Devil Trigger Modus. Yo, einfach die Zähne ausgeschlagen. Yeah. Komm rein, Papa. Ist voll random, dass sie ihn so zurückgelassen haben. Nee, haben sie ja nicht. Der Papa hat ihn ja gerettet. Also die Oberchefs da sind halt gegangen und haben so ein paar Jungs zurückgelassen. Haben die Jungs so von wegen, ja Jungs, erklärt das. Und dann haben wir ja so gesehen, dass in seinem verschwommenen Blick man gesehen hatte, wie so zwei Typen tot umfallen. Weil der Papa da ankam und hat die alle niedergeschossen. Und ihn halt gerettet, den Sohnemann. Oh, er schwebt. Levitated. Okay, chill. Manchmal hat er schon echt coole Finisher drauf. Teleportation. Er ist einfach überall dabei. Was habe ich nur aus meinem Sohnemann gemacht? Was ist aus ihm geworden? Verdammte Scheiße. Wieso habe ich ihm nicht einfach eine PlayStation gekauft?
Oh, wir kämpfen direkt gegen Schäfer? David, man wendet sich nicht gegen Familie. Du warst für mich wie ein Bruder. Und nun sieh dich an. Scheiße siehst du aus, Mann. Alles für die Uschi. Also Chad, ich habe wirklich viel Scheiße in meinem Leben gespielt, ne? Aber das, das ist unbeschreiblich. Hier ist halt so viel schiefgelaufen irgendwie in dem Spiel. Was hat das für eine Metacritic-Zahl? Stell dir mal das ohne Chat vor. Ich hätte das nie ohne Chat so weit gespielt. 24 und User-Score 12. 24? Junge, das muss ja... Das muss ja auf Metacritic eines der schlechtesten Spiele sein. Ganz alleine da sitzen und langweilen. Ja, imagine, du sitzt da so auf der Couch zu Hause, vor deinem Fernsehen, in einem dunklen Zimmer oder so, und willst jetzt ein geiles Game spielen. Und es ist einfach das hier. Seit wann hat er eine Verletzung? Ich glaube, das Spiel hat nicht mal wirklich eine großartige... Also ich glaube, auch wenn wir mit Ton spielen würden, im New Game Plus, ich glaube, das hat nicht mal eine interessante Story. Ich glaube, das ist so eine 0815 Rache-Story, Rache-Martial-Arts-Story. Irgendwann trifft er mich mit dem Schläger bestimmt. Ah, jetzt hat er getroffen. Devil Trigger Modus. Wie der andere Typ draufhämmert. Aber es passiert nichts. Da ist aber einer gespawnt. Die Tür geht auf, er spawnt einfach. Oh mein Gott, bitte. Oh, als ob ich noch besiegt wurde. Du musst es jemandem schenken, den du nicht magst. Und am besten sowas sagen wie, ja, es ist am Anfang ein bisschen komisch. Ich weiß, du wirst nicht verstehen, wieso das so komisch ist. Du wirst denken, Mann, ist das ein langweiliges Spiel. Aber du musst wirklich durchziehen. Das wird am Ende so gut. Google nicht. Schau dir nichts an. Das ist ein Spiel, das du dir kaputt machst, nur wenn du ein bisschen danach googelst. Spiel es einfach. Zieh durch. Auch wenn es am Anfang anstrengend ist. Zieh durch. Ich glaube, Vollpreis 20 Euro. Momentan auf PlayStation reduziert für 3 Euro. Aber
Am Anfang ist das seltsam, aber der zweite Run. Dieser Soundkulisse geht mir richtig auf den Sack. Digga, er trifft nicht. Ich glaube, man muss im richtigen Moment dodgen, dann kann man diesen Parry machen. Warte, ich probiere mal. Oder ist es random? Ich weiß es nicht. Die Finisher sind auch irgendwie komplett random. Alles ist einfach random. Ey, ey, Jungs. Leg den Schläger weg! Oh mein Gott, ich hau einfach durch die Gegner durch. Jetzt schon wieder Parry. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Boah. Was war das? Junge, einfach Gottes Strafe. Gottes Strafe, der Richterhammer Gottes höchstpersönlich knallte gerade auf seinen Schädel hinab. Ich finde das so super, wie die Gegner einfach keine Ahnung haben, wo die stehen sollen und sie die ganze Zeit hin und her porten. Der Protagonist portet sich auch hin und her. Junge, dieses Spiel ist so kaputt. Es ist so undurchdacht und so scheiße. Das ist krass, was da gemacht wurde. Also wirklich unerklärlich. Wie konnte das Square Enix durchwinken? Wie konnten die sagen, ja, das publishen wir? Ja, ihr kriegt Geld von uns. Wie? Was ist da passiert? Das ist gepublished von Square Enix, ja. Ich weiß nicht, wer die Entwickler sind, aber es ist gepublished von Square Enix. Ich will mal anmerken, dass ich nebenbei zeichne, da hätte die Soundkulisse noch mal anders, wenn man einen Ton hat. Ist geil. Der Polizist ist gleich auch auf deren Seite. Die kaufen den jetzt. Der ist ein korrupter Bulle. Die sagen jetzt 50 Mark und du gibst einen aufs Maul. Okay, Mann. Okay, Jesus. Hat er das Kreuz gemacht oder so? Jetzt geht's um Jesus? Was ist Prey 2006? Ich kenne nur dieses Prey von Bethesda. Wir sind echt nah an der Handlung, ohne die Gespräche gehört zu haben. Das zeigt mal wieder, wie wichtig nonverbale Kommunikation ist. Stimmt, ne? Das stimmt. Wie, das Spiel war, du hast gehäkelt, denn das Spiel war dir so viel, dass du nicht mehr häkeln konntest? Ich bezweifle, dass du diesem Spiel Lippen lesen lernen kannst.
Das sind ja keine echten Menschen, das ist ja 3D-Grafik. Hey, Makrelenhai. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, das ist das Wichtigste. Das sollten wir heute mitnehmen. Das sollte uns dieser heutige Abend zeigen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Konnte mich nicht mehr konzentrieren. Die haben ja eine Story geschrieben. Die ganzen Dialoge sind ja sogar auch gevoiced. Aber dann haben sie einfach alle gemutet und gesagt, so. So fühlt sich ein Taubstummer. Oder ein Stummer. Tauber. Weil stumm ist er ja nicht. Irgendwie. Junge, der eine Schattenboxen. Wer ist der Nächste? Oh, das ist irgendwie sein bester Freund. Vom Anfang des Spiels. Der sagt, erklärt ihm jetzt, dass die Freundschaft gekündigt ist. Und dass er seine Version von GTA San Andreas zurückhaben möchte. So hat er sich kurz gedreht, 180 Grad, kurz in die Kamera geschaut. Boah, der ist ja richtig krass am Dodgen. Was passiert? Hä? Was passiert? Wieso Zeitlupe? Chat, ich mach bei ihm keinen Schaden. Jetzt. Prazer, was? Das ist der Grund, warum Prazer Sims ist ein hochgelobter First-Person-Shooter, wo man Indianer-Superkräfte spielt. Aber Junge, sind die Quality-Wise abgefallen, sodass 2000 abgeschlossen haben. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich geh nur Bethesda. Prey. Und das eine andere Prey, was seinen Namen ändern musste. Das Shadow of Colossus-Ding. Ich bin tot! Ich bin gestorben. Mein Leben ist vorbei. Bye, bye, bye. Die Eltern meiner Besten sind gehörlos und nehmen zum Beispiel Vibrationen wahr. Kannst du dir mal das Spiel ja empfehlen hier? Yeah! Yeah! Er hat geblockt! Er kann auch blocken, nicht nur dodgen. Der kann jetzt sterben. Jo, gute Nacht, Tatsmani. Okay, er ist unsterblich geworden.
okay. Ey, wieso war der jetzt immun gegen alles? Der hat auf ihn draufgeboxt, das hat einfach nicht gejuckt. Auf einmal ist er aus Stahl oder so. Ah, Adrenalin. Okay. Komme ja gerade recht zur Halbzeit von Qui-Gon. Was für Halbzeit? Die Scheiße muss doch jetzt langsam enden. Wieso nicht erst bei der Hälfte? Hör auf! Da, jetzt ist der Vater tot. Jetzt kommt noch sein anderer bester Freund. Und dann ist doch vorbei. Dann gibt es keine Bösewichte mehr. Nein, das wird nicht so wie gestern. Auf keinen Fall. Wieso ist das Spiel gerade so dunkel, Alter? Ich sehe gar nichts. Junge, du hast doch schon auf ihn draufgeschossen. Wieso trittst du jetzt auch noch drauf? Ich mach keinen zweiten Run. Also die Story sieht nicht mal interessant aus, dass ich sagen würde, boah, ich will unbedingt einen zweiten Run haben, um alles zu verstehen. Es sieht nicht mal interessant aus. Wie lange war gestern noch? 2 Uhr circa. Ja, wir können uns kurz die erste Mission mit Synchro anschauen. Ja, okay. Okay, da gehe ich mit. Nur anhören, wie sich das anhört. Du warst wie ein Bruder für mich, Aniki! Wer weiß, worüber die reden. Egal, worüber die reden, nichts könnte so interessant sein, dass es mich dazu bringen würde, bis hierhin noch mal zu spielen. Du hast meinen Schokopudding gegessen! Genau darum geht's gerade. Vielleicht wird das ja mit Ton plötzlich krass. Nein. Sie ist auch noch da. Die Soundgeräusche, Junge. Ich hab neue Schuhe, ich hab neue Schuhe. Das sind meine! Nein, das sind jetzt meine, Mann. Scheiß auf dich. Die gehören jetzt mir. Fick dich. Mann, die hat mein Papa mir gekauft. Oh, die haben sich wegen den Schuhen gestritten und dann hat er auf ihn geschossen, aber dann kam die Mutter oder so und dann hat er die Mutter getroffen. Jetzt kommt die ganze Story. Boah, krass. Da, jetzt holt er einfach die Knarre raus. Die streiten sich um Schuhe, er holt einfach die Knarre raus. Was zum Fick ist das für ein Szenario? Und jetzt kommt die irgendwie dazwischen. Er rennt jetzt einfach dahin und sagt, hey, guck mal. Und dann, oh mein Gott, ist das schlecht. Holy shit, ist das kacke. Das ist ja ultra scheiße. Das ist ja ultra scheiße. Der Schuss hat ihn taubiert.
Ist das scheiße. Oh Mann, ist das kacke. Krass. Das ist der Plot-Twist. Das ist wirklich passiert damals. Das ist ja einfach bodenlos scheiße. War einfach ein dummer Unfall. Vor allem, die streiten sich um Schuhe. Die haben sich immer irgendwie geprügelt oder so. Die streiten um Schuhe und der Typ holt eine verdammte Knarre raus, während die sich um Schuhe streiten. Und dabei nicht mal sich irgendwie prügeln oder sowas. Gar nichts. Er holt einfach die Knarre raus. Und dann irgendwie ein paar Jahre später sind das auf einmal alles so Gangsterbosse, die mit Drogen dealen und so. Haben irgend so ein Drogenimperium aufgebaut. Und alles hat damit angefangen, dass sie diese Frau abgeschossen haben. Armin, ich denke, das war eher so wegen Mobbing allgemein, aber ja. Ja, das sah halt... Vielleicht war das ja so, aber es sah halt in der Szene so null so aus, als wäre das irgendwie gemobbt. Das war ja so, als würden sich zwei Kumpels streiten, weil der andere ihn so neckt und so, keine Ahnung, so die Mütze vom Kopf abzieht. So, und der andere, gib mir meine Mütze zurück. Und der so, hey, hol sie dir doch, hol sie dir doch. Oder so, und der holt einfach Knarre raus. Du musst stark sein. Er ist der Vogel. Er ist der Vogelmann. Er ist der Vogelmann. Nein. Er ist der Vogelmann. Er hat das geplant, dass die stirbt, dass die Mutter stirbt. Bin ich jetzt unsterblich oder was? Yo, er hat den Ho-Ho-Rang gemacht. Bin ich jetzt irgendwie so eine Ultra-Modus? Irgendwie kriege ich keinen Damage mehr. Ah doch, okay. Auf dem Baum sitzt ein Kuckuck. Simsaladu, saladimsaladu. Juhu. What a kick. In den Schläger reingelaufen. Hingerichtet. Zeitlupe. Boah, der Vogel war genau platziert auf ihm drauf. Warte, Devil Trigger. Ich glaube, während dem Devil Trigger heile ich mich auch. Das ist ja wirklich wie bei Devil May Cry. Kick.
jetzt wieder Devil Trigger Modus und heilen. Einfach hier. Einfach auf die Glatze drauf. Auf den Hinterkopf. Junge, das muss ja so scheiße wehtun auf den Händen, wenn man einfach auf den Hinterkopf die ganze Zeit boxt. Oben auf die Schädeldocke drauf boxt. Mit den Knöcheln der Faust. Junge, wie viel kommen hier noch? Schädeldocke, habe ich gesagt. Ja, ja, schon jemanden ins Gesicht zu boxen, tut schon weh, denke ich. Weil so ein Gesicht ist schon recht stabil. Aber vorne ist ja wenigstens so ein bisschen noch was Weiches dran, weil die Wangen sind ja ein bisschen weicher und so. Die Zähne können ja nachgeben, wenn du drauf haust. Die Nase ist noch da, die noch nachgeben kann, wenn du drauf boxt oder so. Aber Dinger, einfach oben hier drauf. Auf den Schädel. Pa, pa, pa. Das muss ja so scheiße wehtun. Die richtigen Lyrics sind Simsalabim, Bamba, Saladu, Saladim. Nee. Lüge. Auf dem Baum ein Kuckuck. Ist ein Banger-Song. Hey, Bianco, was geht ab? Ich bin der wahre Vogel. Und ich bin gekommen, um meine Eier abzuholen. Okay. Devil Trigger. Er hat wieder mein Gehirn gebrochen. Ja, was macht er denn, Junge? Er macht einfach Kirby den Stein und ein B. Ein Farbenspiel. Yo, der macht coole Moves. Er hat so eine coole Stance. Mautai, Alter. Okay, was passiert? Kurz gefreezed. Ja, er holt eine Pistole raus. Als ob. Er schießt auf sie. Er springt einfach davor, anstatt einfach in seine Hand wegzutreten oder so? Ist es nicht schneller gewesen, gegen die Hand oder gegen ihn zu springen, als vor ihm zu springen? Lol. Als ob das so endet, dass er stirbt. Hä? Ah, jetzt kommt so ein Flashback. Er wird jetzt noch so seine letzten Kräfte sammeln. Das ist noch so ein Flashback, so von wegen. Denke mal dran. Es ist nicht wichtig, das, was du bist. Und nicht das, was du warst. Sondern das, was du sein willst. Und er so, verdammt, ja, yeah, der hat recht! Ja! Und dann steht er noch auf und macht so einen finalen Schlag, da, 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 da. Und dann stirbt er auch. Naja, du bist, was du isst. Und der so, scheiße, sie hat recht. Das ist meine Mama. Ich mag die voll gern. Er droppt jetzt, dass sie gestorben ist.
Sie sagt ihm, er soll niemals den Körper eine Kugel abfangen, aber er hat es nicht gehört. Scheiße. Steh auf, mein Vogel. Steh auf, mein Blaukelchadler. What the fuck passiert da? Kriegt er jetzt so eine Aura? Hat er gerade eine Aura? Was passiert da? Yo, was? Was? Was war's? Ja. Was? Nein. Wieso hat er sich jetzt verwandelt in irgendeine Scheiße? Ist das alles Giga-Scheiße? Ist das alles Kacke? Oh Mann. Und jetzt muss sie ihn beruhigen. Er ist jetzt so voll außer Kontrolle. Okay, ich muss sagen, ich finde das Spiel jetzt doch ganz geil. Boah, der Sprung. Dropkick, der Dropkick nach unten einfach. Der Dropkick geht hart. Moment, kann ich jetzt noch in... Aber ich habe jetzt keinen Supermodus mehr. Okay, schade. Ich dachte, ich kann jetzt in diesem Modus nochmal in den Supermodus gehen. Das wäre crazy. Okay, dann den Dropkick. Boah! Wie cool der ist. Dropkick! Einfach auf den Hinterkopf geklatscht. Batz. Junge, wie viel kommen denn da noch? Jetzt lass mich endlich meine Lady an mich nehmen. Hat er gerade die Pistole hochgetreten? Ich habe kurz weggeschaut. Ja, ich check auch nicht, Bianco. Schieß nochmal. Komm, trau dich. Sieht da an einem krassen Game aus. Ja, war auch richtig crazy, Mann. Hol dir das. Hol dir das, was richtig. Das war richtig geil. So eine unique Erfahrung.
Lohnt sich für Vollpreis auch, ja. Geh ins Schornstein mit ihm, schade. Yeah, der Dropkick. Okay. Oh, schade, wir kriegen nicht in echter Grafik, ihn in dieser Form zu sehen. Kommst nicht raus. Der coole Handshake war so nice. Der Papa ist gar nicht tot. Der Papa hat auch super Kräfte. Bam, Gänsehoden, Alter. Mein Sack ist geplatzt, geil. Komm, wir kommen wieder runter, David. Ich bin's. Die Frau, die so aussieht wie deine Mama, aber nicht deine Mama ist. David, komm runter. Der Nightbot, glaube ich, denkt, du hast gerade einen Link geschrieben. Weil du zweiter Run gemacht hast und abgekürzt hast mit 2 Punkt. 2-Punkt-Run. Er hat wirklich bei ihr Muttergefühle? Das wäre wirklich der Plot? Ich dachte, ich habe das nur gejoked, aber es war wirklich der Plot, dass sie so aussah wie die Mama von ihm, also hat er sie die ganze Zeit beschützen und retten wollen, weil sie ihn an seine Mutter erinnert hat. Ich habe das nur Leute, das ist ja wirklich einfach echt. Komm her, mein Junge, alles wird gut. Mama ist wieder da. Süß. Aber ist jetzt die Maske, die diese Macht verleiht, oder was ist da los? Ist die Maske irgendwie verflucht oder so? Oh, Chat, er war die ganze Zeit der Böse. Das war der eigentliche Maskenträger schon von Anfang an. Doch, mit Dialogen wird das bestimmt voll Sinn machen.
habe jetzt irgendwie nicht mehr so viel Kraft. Der kämpft jetzt voll langsam. Digga, geh doch rein jetzt. Ach, die haben beide nicht so viel Kraft. Beide so geschwächt. Cinema. So, weg mit dem Ding. Jetzt kämpfen wir wieder ein richtiger Mann. Wie cool er das gefangen hat. Jetzt nochmal denselben Move. Nee, schade. Jetzt ist sein Gerät kaputt. Seine Wünschelrute. Wäre cool, wenn der Vater sich auch verwandeln kann. Und dann verwandeln sie sich beide. Und dann machen die so beide so einen Morbius-Kampf. Was war das? Jo, wieso liegt er auf einmal wieder? Und er slidet in ihn rein. Es ist alles so random im Kampf teilweise. Das war gerade Jin und sein Vater, wie die aufeinander zugelaufen sind, auf diesem Stein da, aus dem Trailer. Ja, Tekken 8 Intro. Jin und Kazuya, so Zeitlupe. Jetzt kommt's. Sie ist wirklich die Mutter. Sie sieht nicht so aus. Sie ist es wirklich. Sie hat überlebt. Byako, es ist gerade äußerst emotional, okay? Voll süß, aber. Boah, das wäre jetzt auch geil, wenn sie jetzt singt ohne Ton. Das wäre so stark. Oha, wir haben Ton!